Halt's Maul, ich bin erst auf meinen ersten gekommen. Nein! Verdammt. Oh, Müssen den Schalter umlegen erst. Ja? Verdammte Scheiße, Alter, ich komme nicht aufs Dach drauf. Nein! Fuck, ich bin wieder runtergefallen. Ja, ich auch. So. Ich bin wieder oben. Auf dem Dach chillen. Was wir dazu nehmen, sind blaue Pillen. Zum falschen Dach. Perfekt, jetzt funktioniert's. Und jetzt kalibrieren wir das Ding. Ich muss hier an ein paar Schaltern fummeln. Nein, Mama, du weißt, warum ich nicht komme zurück. Hier sicher. Firma weiß nicht, ich bin hier. Name ist gleich, weil ich glaube, ich ändere. Aber Mama, Mama, nicht weinen. Nina muss los. Dieser Transmitter funktioniert nicht. Also nochmal von vorn. Gut. Das war's. Über dem Büro des Bürofs ist ein Turm. Versuch da hochzukommen. Was zum Fick? Da musst du hoch? Ich denke mal, dass du von hier am besten rüberkommst halt. Ja. Holy fuck! Danke. Ach ja, ich hätte die Geschütze erwähnen sollen. Du musst sie zerstören. Ja, ich bin aber schon da. Mach du mal. Ja, von der falschen Seite. Ja, sieht aus, als hätten ein, zwei Kugeln die Relaiskupplung beschädigt. Sieh mal bei den Geschützen nach, ob du Ersatz dafür findest. Eine was? Das ist ein Ding, das ist sie. Das ist ein Ding und das ist sie. Jawohl! Jetzt muss ich nur noch... Du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für ihr körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas entspannen würde mir mal gut tun. Eklig. Ich sag all meinen Gästen ganz klar, dass Serena nicht dazu da ist, um... Ich kümmere mich später um den Bürof. Okay, alles bereit, wie es scheint. Geh zu der Steuereinheit, die ich auf deinem Echo markiert habe. Aktiviere sie, dann können wir den letzten Scan starten und das Signal orten. Darüber fliegen? Ich denke mal schon. Too easy. Nein, wir sind zu weit. Oh ja, stimmt. Ich hab sie. Das Signal kommt aus Crisis Guard. Das ist eine alte Dahl-Funkstation. Dort gibt's seit Jahren nichts als Gavs. Tja, scheint wieder zu laufen. Schalt es ab. Und Status-Update, ich werde nach wie vor beschossen. Wäre also cool, wenn du schnell machen würdest. Entspann dich mal, Dickerchen. Ja. Ist das nicht so, als würde die Kugel in die Ohren pfeifen, oder? Erinnert mich irgendwie an Kim Jong-un. Dickerchen? Ja, genau, Dickerchen. Nein! Will man sagen, gehen wir Hackengas? Es gibt Leis, Baby! Ja, warte mal. Für alle, die sich fragen, woher dieser Satz kommt, geht mal auf www.program. Die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit abgeriegelt. Keiner kommt rein oder raus. Das wäre alles. Okay? Verdammt, wie ist denn der Typ drauf? Das ist total frustrierend. Geh wieder zu Moxi. Die hat immer geheime Ausgänge. Klassiker. Oh ja. Du hast das eine Sekunde gebraucht. Hä?
Lol, hier gibt's Ding. Buffs, die man kaufen kann. Ja. Ja. 30-minütige Buffs für 10 Mondsteine. Boah, nee. 540 kostet es, das heißt 71 fehlt mir. Behindert. Läuft. Wo ist das behindert? Der eben. Moxie? Hey, boah, was machst du denn hier? Was machst du denn hier drin? Da Fuck. Verdammt, ich hasse es, wenn man mich ungestylt sieht. Was willst du denn? Der Bürif hat die Stadt abgeriegelt. Alter. Weißt du, wie man trotzdem rauskommt? Ich weiß, wie es rausgeht, aber ich zeig's dir nur, wenn du mir versprichst, keinem zu sagen, was du hier gesehen hast. Versprochen. Ich weiß, woran ich Moxie erkannt habe. Wenn du singst, müsste mein Sohn dich lebend im Staub verscharren. An den Titten? Ja. Dem Herztattoo. Nee, wie gesagt, liebe Zuschauer. Oh, Schrotze. Wenn ihr Bock habt auf so relativ langen, abgefuckten Scheiß an Bildern, wo wir unseren Humor zum großen Teil her haben und uns täglich bepissen vor Lachen. www.pr0 und ein Gramm hinten dran. Genau so geht's. Ihr könnt es übrigens nicht googeln. Ja. Doch, ihr müsst Safe Search ausmachen. Aus der Stadt raus. Ich hoffe, du findest das Signal. Und denkt dran, Leiche im Staub. Und ja, das sollte ich glaube ich schon einiges sagen. Wenn man, um diese Website zu finden, die Safe Search ausmachen muss, welchen Inhalt es da gibt. Nur sichersten Inhalt, ist doch klar. Nahkampfschaben und Schaben und Waffenschaben. Ich hab Feuergun, Feuerrad und Ladegeschwindigkeit bekommen. Ja, das ist auch das Beste. Es wird eisig. Es gibt Eis, Baby. Ja, scheiße. Oh Mann. Es gibt Eis, Baby. Das hat irgendwie was. Digga. Da rein. Toll, der Todesstern. Wo lag? Alter, was geht ab? Woher wissen die? Ich melde mich wieder. Was war denn jetzt los? Der ganze verdammte Mond hat gebebt. Ja, wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe nichts gehört. Keine Ahnung. Sarpedons Truppen haben das Auge der Helios unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist ein Riesenlaser im Herzen der Raumstation. Sie zielt damit auf den Kern des Mondes. Keine Panik, aber sie versucht, Alpes hochzujagen. Keine Sorge, ne? Nicht hier lang weiterfahren. Boah, Alter, was geht jetzt kaputt? Merke, wenn man zu schnell wird. Ja. Nicht aussteigen, nein. Dreht man sich. Ja. Ja. Da oben ist Raketenwerfer verschießt. Trifft auch nicht. Doch, Boden-Luft-Raketenwerfer. Bin drüben. Gletschert. Dann mal los, möchte gern Gangmitglied. Ich briefe dich unterwegs. Wir führen einen blutigen Krieg gegen eine rivalisierende Gang, die sich Darksiders nennt. Bahne dir einen blutigen Pfad durch ihre Reihen und klau ihnen die albernen Prismen, die von ihren härtesten Kämpfern getragen werden. Falls du überlebst, kehr hier wieder zu mir zurück. Du bist so ein Wichser. Ups.
Was zum Fick, Alter? Ey, hast du diesen Riesenkäfer auch gerade eben gesehen? Hinter dir. Da sind fliegende Arschviecher. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich hab keine Ahnung, aber es sind. Alter, wo fährst du lang? Ich fahr richtig. Ey, mach mal was! Tu ich doch schon. Es gibt Reis, Babys. Jawohl, die haben die Treppen nicht so breit, was da hochfahren kann. Alter, was zum Teufel? Ich. Wer ist der beste Autofahrer des Landes? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ja, wir sind da. Sind wir nicht, scheiße. Verdammt. Verdammt! Hier geht's lang. Da müssen wir irgendwie rein. Da hinten geht's rein auch, warte mal. Warte mal. Pack mal die Schrotzwaffe aus und so. Wir wollen die Laserwaffe testen. Mit Reis, Alter. Mit richtig geilem Reis. Natürlich müssen wir rein. Ist auch aufgefallen. Immer die Shotgun testen. Geht voll klar. Gib dir einen Tipp, verkauf dann, mach dein Inventar vorher noch leer. Hab ich schon. Alter, wie viel Leben der hat. Granate! Stück, du kleiner Kackmongo. Alter, halten die aus. Ja. Fuck, die Schwerkraft ist hier drin aktiv. Alter, ich hatte ihn gekillt. Ist jetzt aber gay. Hol mich. Stamm. Ja. Erst looten. Schießen, du Mongo. Ja, hab ich auch gerade eben erst gemerkt. Das ist ein Witz, oder? Du bist nicht rübergekommen? Nein. Jetzt schon. Noob. Noob, noob. Eat the light. Okay, das ist zu leicht. Wow! Alter. Oh! Ja, die machen ein wenig Damage. Mir nicht mehr, weil meine Schaden halt abgefangen wird, den ich bekomme. Was sagst du? Hab ihn gekillt. Ja, sagst du, ich hab ihn. Alter! Die Laserwaffe ist chillig. Ha ja, Mann. Flieg du! Mongo. Haben wir es alle ja, rasiert, ne? Wa? Da ist noch einer. Alter, da hinten, guck mal da hinten. Er fliegt noch. Ich das noch einer. Mit dem Sniper noch. Ein bisschen hoch. Falsche Richtung, Digga. Der eine.